GmbH. Und hier haben wir gleich das erste Pferd, Takadiriga, 10 Jahre alt, Bayern gezogen, eine Stute von Quadrigos, Mutter von Choreograf B. Und im Sattel sitzt Björn Nagel, Deutschland, Germany. Mit Ihnen gemeinsam und das geht jetzt schon einmal los mit dem Zeitspringen. Ist im Übrigen auch Eröffnung der Abendveranstaltung, passt, oder? 19.40 Uhr, 20 vor 8, noch vor den Nachrichten, brauchen Sie nicht hören. Doch, nee, momentan muss man Nachrichten hören. Also jetzt will ich Sie beileibe nicht abhalten, am politischen Geschehen dran teilzunehmen, sondern ohne politisch sein zu wollen, das ist unser Sender nicht. Aber trotzdem muss ich Ihnen sagen, wir müssen uns einmischen, wir müssen unsere Meinung kundtun, wir müssen sorgsam sein, denn wir wollen garantiert, dass unsere Welt sich einfach noch ein paar Mal mehr um ihre eigene Achse dreht, damit wir unseren Kindern eben auch noch eine lebenswürdige Welt einfach hinterlassen. Das sollte unsere Aufgabe sein, sollte im Übrigen auch bei unserem Sport auch so gelten, denn wir haben Nachkommen und auch er, kleine Tochter und auch noch was unterwegs und dafür drücken wir fest die Daumen. Jetzt drücken wir nebenbei aber auch ganz, ganz fest sportlich die Daumen, nämlich für Björn Nagel, der mit dem Quadriga, dieser 10-jährigen in Bayern gezogenen Quadrigo-Stute, als erster das hier absolviert. Und das macht er, ja wow, tadellos. Denn erst einmal keine Abwürfe, heißt, es gibt keine Strafsekunden und somit ist die Endzeit Grund und Endzeit identisch mit 61,09 Sekunden. Legt ihn idealweise vor, das muss man sagen. Björn Nagel, gute Linienführung, Top-Linienführung gefunden. Das Ganze alles ideal aus dem Galopp gelöst. Und da kann man mal sagen, Post drauf. Ne? Mit einem leckeren Rotkäppchen. Oder vielleicht